Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor der nächsten, let's bring. Landidylle pur in der wunderschönen Rhön, wo wir heute zu Gast sind in Elters und gastieren bei der SG Schwarz-Weiß Elters. Und damit sage ich ganz herzlich Hallo und herzlich willkommen im Kickers TV. Wie schon gesagt, hier aus dem Dorf sozusagen, aus dem Dorfsportplatz. Und da wir hier zu Gast sind, freuen wir uns sehr, euch auch hier im Stream begrüßen zu dürfen jetzt. Ihr habt es gerade eben schon das Bild von einem Hang gehabt und wir gehen hier sozusagen direkt an den nächsten Hang, denn der Sportplatz, auf dem wir hier sind, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera dann so sehr sehen wird, ist doch leicht auf einer Schrägen gebaut. Moritz Reinhardt, dessen Ablösespiel das hier sozusagen ist, der ist ja von hier gekommen zu uns in der letzten Winterpause, der hat uns, glaube ich, schon gesteckt, dass von einer Eckfahne zur anderen ein Höhenunterschied von grob 5 Metern herrscht. Also, die eine Hälfte werden wir bergauf, die andere bergab spielen. Das ist ganz klar. Und normalerweise sagt man jetzt immer, jetzt begrüße ich mit mir am Mikrofon meinen Mitkommentator. Das ist eigentlich der Lars Kistner, der wird aber heute nicht so viel zu euch sprechen können, wie ihr das sonst gewohnt seid. Warum, Lars? Ja, der Kasper ist der Chef im Ring, was das Mikrofon angeht. Ich assistiere heute sozusagen. Erstmals sind wir mit einer Mikrobesatzung unterwegs. Will heißen, Thomas Ohanka, der noch nie ein ganzes Spiel an der Kamera gemacht hat. Ich, der noch nie an der Bildregie gesessen habe. Und du, der du noch nie alleine ein Spiel kommentiert hast. So werden wir es heute trotzdem gut und richtig schaffen. Wir werden die SG Elters live übertragen. Ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat. Und wir wollen natürlich die Kickers sehen. Ja. Und dafür haben wir die Kamera hier mitgenommen. Und das heißt, wir freuen uns, dass wir es zu dritt noch geschafft haben. Denn lieber Lars, das war ja durchaus auch schon ein kleiner Kraftakt, dass wir es alle drei geschafft haben, uns das einzurichten. Und ich denke, wir werden das auch zu dritt hier sehr gut über die Bühne bringen. Und da gehört natürlich zuallererst dazu, dass wir schauen, wie unsere Jungs spielen heute in diesem Test gegen die SG Schwarz-Weiß Elters. Und ich denke, unsere Aufstellung kann der Lars dann gleich mal einblenden. Da seht ihr sie jetzt im Bild. Also, wir werden spielen in der 4-2-3-1-Formation mit Mario Seidel im Tor. Dann eine Viererkette aus Scheffler, Lovrich, Albrecht und Lemmer, der ja im letzten Spiel gestern gegen Wien Wiesbaden die Wiesbadener so richtig nass gemacht hat. Dann eine Doppel-6 aus Erfahrung und Jungtalent mit Richard Weil und Luka Garic. Dann davor drei Spieler, ihr seht es ja schon eingeblendet, Zawada, Hechtzirpel und Pysalo. Da hat der Trainer aber schon angekündigt, das wird sehr fluide sein. Das heißt, sie werden sich oft auf den Positionen abwechseln. Und dann davor im Sturm Moritz Reinhardt. Hat ja noch bis zum letzten Winter hier selber gekickt bei der SG Schwarz-Weiß Elters. Und um ihn sozusagen hier rauszulösen, hat man dann so als Entschädigung für die SG Schwarz-Weiß Elters dieses Testspiel vereinbart. Und das seht ihr dann also heute. Dann wollen wir auch nochmal ganz kurz die SG Schwarz-Weiß Elters verlesen. Die haben natürlich auch eine Mannschaft aufgestellt. Da haben wir im Tor Julius Konrad, dann haben wir Samuel Neubauer, Marius Hohmann, Robin Hahner, David Möller, Jens Reinhardt. Ich denke mal, da wird es eine Verwandtschaftsbeziehung zu unserem Stürmer geben, dann Daniel Schirmer, der ist auch gleichzeitig Trainer dieser Mannschaft, also ein Spielertrainer. Dann Marcel Zehner, Kilian Fahnung, Maximilian Kraus und Jonas Krösch. Und normalerweise nennen wir immer die Rückennummern dazu, das müssen wir diesmal gar nicht, denn die sind angenehmerweise von oben nach unten, von 1 bis 11 durchnummeriert. Das macht uns die Sache, die Arbeit deutlich einfacher. Was gibt es noch zu erzählen? Wir werden wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit wieder im großen Stile wechseln, wie ihr das aus den letzten Testspielen schon kennt. Aber eventuell wird sich das so ein bisschen verschieben und aufteilen, denn der Herr Steuernagel hat schon angekündigt, manche Jungs werden heute 60 Minuten spielen, manche 30. Das heißt, es wird kein kompletter Blockwechsel sein und dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen müssen wir auch ein bisschen basteln an den Aufstellungen und schauen, dass wir da immer up to date bleiben.
Was bisher schon für Heiterkeit bei uns gesorgt hat, war, und das könnten wir dann vielleicht auch gleich nochmal mit der Kamera einfangen, als die Spieler hier ankamen, die kamen relativ früh an, haben wir uns schon gewundert, nanu, was ist denn hier los? Dann wurden sie direkt angeführt von Moritz Reinhardt auf einen Waldlauf geschickt, der kennt sich natürlich hier aus und wahrscheinlich wird das seine alte Strecke gewesen sein. Und dann sind sie hinter uns losmarschiert und wenn jetzt der Kameramann mal zurück zum Hang schwenken kann und dann so Richtung Horizont, da oben diese Bergkuppe, da oben, ganz in dieser Entfernung, da sahen wir dann so kleine rote Punkte entlanglaufen und das war dann die Mannschaft, die einen großen Bogen lief und da dann diesen Hang hinunterkam. Also die wurden schon ordentlich getriezt und ich denke auch heute werden sie gefordert werden, ist ja immerhin ein Gruppenligist, das heißt, das sind schon eher sehr, sehr fitte Jungs, die da spielen werden. Kasper, es ist die Talentschmiede überhaupt hier in der Rhön, denn wer einen Moritz Reinhardt hervorbringt, der hat vieles, vieles richtig gemacht, also die wissen, wie es geht. Das stimmt. Und wir haben ja an Moritz Reinhardt gesehen, der kam ja hierher und war eigentlich, der Trainer ihm schon, also der kam ja zu uns und der Trainer hat ihm attestiert, ja, der ist eigentlich schon fit, perfekt. Und ich denke mal, das wird beim Rest der Mannschaft auch ähnlich sein, da die sahen auch alle sehr, sehr sportlich aus. Aber ich denke mal, das wird ein guter Test heute sein. Ich sag mal, zweistellig wäre sehr gut und wenn es ein deutlicher Sieg wird, ist es standesgemäß. Und es kann aber sein, dass es auch uns hier richtig schwer fällt. Mit schweren Beinen aus diesem Waldlauf und gestern das Spiel hier in Führung zu gehen. Müssen wir mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Wir haben jetzt noch etwa 4 Minuten, 3,5 Minuten, bis es losgehen soll. Die Anlage hier ist ganz gut gefüllt. Viele, viele Kickers-Fans haben den Weg hier in die Rhön gefunden. Ich denke mal eventuell vielleicht mit einem kleinen Ausflug vorne dran oder hinten dran, Spaziergang. Ich glaube, hier kann man sehr, sehr schön durch die Wälder und durch die Berge streifen. Das sieht sehr, sehr hübsch aus, alles hier. Und ein kleines Nerd-Thema, der Lars ist hier erneut fast vom Stuhl gefallen, als er das Internet getestet hat, denn das war, lieber Lars, überraschend schnell, ne? Ja, unglaublich. Da heißt es immer, Deutschland, Internetwüste und vor allen Dingen heißt es, das Land ist abgeschnitten. Aber was wir hier erlebt haben, das ist aller Ehren wert. Also auch heute bestmöglicher Stream. Also wir haben allerhöchste Qualität eingestellt, denn im Download, glaube ich, lagen wir bei 60, 70 Mbit und 30, 35 Mbit im Upload. Also wir geben im wahrsten Sinne des Wortes alles. Das freut uns sehr. Und dass wir so eine Mini-Besetzung haben, lieber Lars, das zieht sich ja jetzt nicht nur durchs Fanradio. Auch was das Medienteam angeht, müssen wir heute ein bisschen improvisieren. Das heißt, wir werden auch gleichzeitig noch versuchen, dass wir Facebook da up-to-date halten für uns. Es ist Urlaubszeit, das ist klar. Ja. Und da ist auch bei uns die Verfügbarkeit ganz, ganz gering geworden. Unsere liebe Kollegin Laia, die ist gerade im Flugzeug nach Amerika. Die besucht dort unsere Fanclubs in Amerika und ja, will noch ein paar Fanshops öffnen, glaube ich, in den großen Metropolen. Und dafür musste der Papa herhalten. Der steht nämlich heute hier an der Kamera. Genau. Und die Yvonne, unsere ganz, ganz fleißige Mitarbeiterin, Medienteam, die ja wirklich unfassbar viel macht. Und das merkt man dann, wenn sie mal nicht verfügbar ist. Ja, da musst du nämlich dann auch mal was arbeiten, gell? Da muss ich dann auch mal ernsthaft arbeiten. Und wenn ihr dann irgendwie so ein paar Schweigepausen hört, dann kann das daran liegen, dass wir uns da um andere Dinge kümmern, die wir jetzt noch zusätzlich auffangen. Das kriegen wir alles hin, aber stellt euch darauf ein, dass Dinge manchmal dann nicht, dass manchmal ein bisschen länger brauchen oder auch mal kurze Schweigepausen herrschen. Aber wir haben jetzt im Bild hier die Fahne von der SG Elters. Da haben wir sie schön im Bild. Ja, und das sind hier die Elters Ultras. Die sind so 60 aufwärts, aber richtig gute Truppe. Macht Spaß. Überhaupt die Leute hier ganz, ganz nett. Angenehmes Ambiente. Die Preise beim Catering, oh ja, sehr, sehr toll. Also da kriegt man noch für 3,50 Euro eine Currywurst mit Pommes. Das ist klasse. Also gefällt uns gut. Ja, also da bekommst du eine Currywurst mit Pommes, wo du in Offenbach gerade noch so einen feuchten Händedruck bekommst, würde ich sagen. Also, das genießen wir hier sehr und das Wetter ist auch, sagen wir mal, da wir im Schatten sitzen, sehr angenehm. Wir sitzen hier unter zwei Bäumen, das geht wirklich sehr gut. Und da die Spieler jetzt schon so langsam die Wasserkästen zu ihren Bänken tragen, gehe ich davon aus, dass es nicht mehr so wahnsinnig ewig dauert, ehe es hier losgeht, die Trainer marschieren jetzt auch schon los. Und ja, ich sehe gerade, lieber Lars, da hinten sind die Spieler schon zum Einlaufen bereit. Du musst nur auf deinen Monitor schauen, dann siehst du. Ja, ja, stimmt. Wofür habe ich dir einen Monitor aufgebaut? Ja. Das stimmt, aber das ist, da bin ich noch nicht ganz drauf eingestellt, daran bin ich noch nicht gewöhnt, an diesen Luxus. Also ihr seht jetzt unten durchlaufen auch nochmal die ersten 11 der SG Elters.
Ja, und dann darf es gleich losgehen. Es gibt auch Einlaufkinder und ich sehe die Einlaufkinder, die erkenne ich wieder. Wir waren ja schon deutlich früher hier, um alles aufzubauen. Und die Einlaufkinder, die haben tatsächlich gerade eben noch ein Testspiel gegeneinander gehabt. Da ging es auch schon ganz hoch emotional und klasse zur Sache. Und jetzt dürfen sie also mit den Jungs, mit den Herren im zweiten Testspiel des Tages einlaufen. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz um Facebook kümmern und würde dir kurz das Mikro in die Hand drücken. Lars, wenn das kurz in Ordnung ist, dann kümmere ich mich um Facebook. Also gut, Kasper waltet seines Amtes und der Platz, da haben wir so ein bisschen geschmunzelt, als wir ihn gesehen haben. Aber jetzt geht es erst einmal richtig los. Da laufen sie ein, die SG Elters gegen Kickers Offenbach. Und das ist das offizielle Ablösespiel für unseren Stürmerstar. Moritz Reinhardt, das ist hier sein Heimatverein. Er hat, glaube ich, immer nur hier gespielt. Und er ist auch gar nicht mit dem Mannschaftsbus angereist. Er kam direkt von Mama zu Hause hier vom Frühstück auf den gewohnten Sportplatz. Ja, und der OFC, das werden wir gleich auch nochmal einblenden, wenn die Mannschaften hier ihre Aufstellung bezogen haben, spielt dann in der Aufstellung, wie wir sie eben schon mal gezeigt haben. Wie gesagt, ich mache das gleich euch nochmal ins Bild rein. Und jetzt haben wir sie erstmal in ganzer Pracht bei beide Teams angeführt hier von den kleinen Knirpsen, das heißt die Einlaufkids hier, ich denke sicherlich auch hier aus der Gegend hier rund um Elters. Und da müssen natürlich einige Fotos noch gemacht werden und dann werden wir gleich hier, wie gesagt, auch nochmal die Aufstellung einblenden. Und da haben wir sie jetzt hier, ja, und da haben wir sie jetzt hier. Ja, es ist angerichtet, würde ich sagen. Ja, ich war bei dem Platz, das war lustig, als wir kamen. So, und haben unser kritisches Auge hat gesagt, der hat doch nicht die übliche Breite. Das wurde dann aber sofort dementiert. Nein, nein, das ist alles so, wie das sein muss. Wenn man aber dann mal zu dem 16-Meter-Raum schaut dort hinten, da ist die 16er-Linie fast schon an der Außenlinie hinten. Also insofern müsste man das mal überprüfen. Aber wen interessiert, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und ich denke, das wird ein großer Spaß und für alle Seiten, ganz besonders für Moritz Reinhardt, den wir natürlich nachher in der zweiten Halbzeit hier am Mikrofon haben werden. Wie das gewohnt seid, gestern kamen ja auch schon Pezzoni, Schala und Campagna hier zu uns ans Mikrofon. Heute werden wir die nächsten, ja, 3, 4 auf jeden Fall haben. Ja, und den, um den es natürlich geht, den müssen wir unbedingt natürlich hier heute interviewen. Und das ist natürlich Moritz Reinhardt. Da haben wir noch ein schönes Gruppenfoto, das habt ihr jetzt auch nochmal drauf, die Aufstellung von Elters, die läuft da komplett durch. Da seid ihr absolut im wahrsten Sinne des Wortes im Bilde und dann kann es jeden Moment hier losgehen. Ja, jetzt noch ein paar nette Worte zwischen den Kapitänen. Haben wir eigentlich so eine richtige Aufstellung bekommen? Nur das? Okay. Ja, und ich denke, da wird mächtig durchgewechselt. Also deswegen können wir euch nur die Stammformation oder die Anfangsformation sozusagen jetzt erst einmal hier einblenden. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier gestaltet. Ich sehe aber schon, lieber Lars, mit unglücklichem Gesicht sehe ich, dass unsere Startelf schon wieder durcheinander gewürfelt wurde. Ich sehe da ein Ekpide auf dem Platz, obwohl wir das anders eigentlich erfahren haben. Das heißt, Ekpide wird für Richard Weil wahrscheinlich anfangen. Und auch ein Hechtzirpel, Hechtzirpel hat seine Richtigkeit, aber Kevin Ekpide spielt anstelle von Richard Weil. Ich weiß nicht, wie spontan wir da jetzt drauf reagieren können, Lars. Nein, ist jetzt, wie es ist. Wir sagen ja immer wieder, wer dann auf dem Feld steht. Aber das war die Aufstellung, die wir eingeblendet haben. Das war die Information, die wir bekommen haben. Und jetzt geht es dann gleich los hier in Elters. Ja. Und wer darf natürlich den Anstoß machen? Wer? Ja, es muss natürlich Moritz Reinhardt sein. Und jetzt geht es also los. Ich bin jetzt hoffentlich soweit durch, erstmal mit Facebook. Also, gegen den Gruppenligist. Das heißt, das ist schon eine Mannschaft, die kicken können. Das ist dann ein klein bisschen mehr als der klassische Thekenfußballer. Moritz Lämmer da am Ball. Der hat ja richtig, richtig stark gespielt gegen Wien Wiesbaden. Da haben die sich ordentlich umgeguckt, als da dieser 18-Jährige kam und da reihenweise jetzt inzwischen frisch gebackene Zweitligaspieler nass gemacht hat. War ja generell ein Test, der sehr viel Freude gemacht hat. Wer es noch nicht gesehen hat, dem lege ich das sehr ans Herz.
sich das anzugucken. Haben auch 3 sehr nette Interviews gehabt. Schauen wir erstmal der erste Angriff hier der SG Elters und tatsächlich erster Eckball. Ja, die SG Elters zeigt, wer hier der Herr im Haus ist, ja. Und da wird der Regionalligist gleich mal richtig geprüft. Also die wollen nochmal richtig hier Gas geben. Ah ja, klar, die müssen sich nicht verstecken, einen gepflegten Ball nach vorne spielen können. Sie sind in der Gruppenliga Fulda, sind sie Vierter geworden. Also keine Gurkentruppe. Albrecht jetzt aber erstmal mit der Hereingabe klären können. Ein bisschen Redebedarf herrscht da gerade noch auf dem Platz bei den Jungs. Darf ja nicht vergessen, die haben gerade einen Waldlauf hinter sich. Da hat der Moritz Reinhardt mal ein bisschen den Jungs seine alte Joggingstrecke gezeigt. Und wir konnten große Teile dieser Joggingstrecke mitverfolgen. Habe ich schon vor dem Spiel, haben wir ja schon berichtet. Haben wir auch in der Kamera einfangen können, wo sie langgelaufen sind. Das war ein sehr hübsches Bild. Das konnten wir dann leider nicht fotografieren. Da waren sie zu weit weg. Das hat man nicht so gut erkennen können. Aber mit dem Auge hat man es ganz gut sehen können. Aber Kasper, wir waren vorhin beim Platz, haben da so ein bisschen drüber gefrotzelt. Ja, und wir spielen zuerst bergrunter. Also die Eltern spielen bergauf. Ja. Also es ist tatsächlich so, ich kann mir vorstellen, wenn ganz rechts von uns die, an der Eckfahne der Ball liegt, dann könnte er von alleine anfangen zu rollen. Es ist relativ schief und allzu breit ist der Platz auch nicht, davon hast du ja auch schon geredet. Das heißt, wenn wir das Spiel breit machen wollen, wie der Trainer es fordert, dann stehen wir halt im Aus. Da kommen wir nicht so weit. Aber gut, ich meine, wenn der Platz so eng ist, das ist ja auch nicht verkehrt, dann ist man... Das ist der nächste Punkt, weil du das sagst, dann im Aus, denn da gibt es hier sofort so einen kleinen Hang. Also das heißt, hier ist auch nichts mit Auslaufen und so. Wenn hier einer richtig mit Geschwindigkeit kommt, dann ist er bei uns hier auf dem Tisch. Ja, machen wir direkt ein Interview, da kennen wir nichts. Ja. Wenn der hier bei uns strandet, dann wird das auch direkt ausgenutzt. Nee, aber was ich sagen wollte, wenn der Platz so eng ist, das ist gar nicht so verkehrt, dann sind das, dann können die die SG Schwarz-Weiß-Elters kann das besser verteidigen. Und wir sind dann mehr gefordert, im Kombinationsfußball uns da durchzuarbeiten. Erster Pass in die Tiefe auf Niklas Hecht-Zirpel. Aber der kann dieses Anspiel nicht so ganz verwerten. So ist der Ball jetzt bei Julius Konrad Schlussmann, der SG Elters, der SG Schwarz-Weiß-Elters. Schauen wir mal, wo der Ball hinkommt. Also Richtung Kevin Ikpide, der lässt den Ball aber erstmal durch ins Aus. Einwurf direkt vor der Auswechselbank der SG Schwarz-Weiß-Elters. Links daneben ist dann unsere Auswechselbank. Die wird aber gar nicht so wirklich genutzt, denn die anderen Spieler von uns, ich versuche sie gerade zu erspähen, eventuell sind sie einfach auf der nächsten Runde im Waldlauf. Das wäre großartig, dann könnten wir sie nachher, wenn sie wieder hinten am Horizont durchs Panorama durchlaufen, nochmal mit der Kamera einfangen. Mal schauen, ob das passiert. Und tatsächlich, das fällt mir auch jetzt erst gerade auf, sehr, sehr schöne Geste. Moritz Reinhardt als Kapitän auf dem Feld. Sehr, sehr hübsch. Er hat ja auch am Anfang den Wimpel übergeben, beziehungsweise dann begrüßt als Kapitän. Natürlich, klar, heute. Bei diesem Spiel muss er ja der Kapitän sein. Generell eine sehr hübsche Veranstaltung. Ich glaube, für ihn auch ein sehr, sehr besonderes Spiel, auf die alten Kollegen zu treffen, mit denen er ja nur vor einem halben Jahr noch zusammengespielt hat. Und jetzt ist er eben gestandener Regionalligaspieler. Ja, und hat ja gestern auch das Tor gemacht gegen den SVW in Wiesbaden, gegen den Zweitligisten. Zeigt also, er kann auch auf Zweitliganiveau mithalten. Kompliment also an die SG Elters für diesen Transfer bzw. die Ausbildung dieses Spielers. Muss man sagen, da kann dann in der Jugendarbeit nicht ganz so viel schieflaufen, wenn du Spieler so gut ausbildest, dass sie hier offensichtlich auch bei einem Regionalligisten mitkicken können. Weil bei Jake Hurst war es ja so, der hat ja die Nachwuchsleistungszentren von ein paar Bundesligisten oder von einem Bundesligisten durchlaufen. Bei Moritz Reinhardt war es ja so, der hat von Anfang an hier gespielt und wurde von Anfang an hier ausgebildet. Und da muss man sagen, Respekt, den habt ihr sehr gut ausgebildet. Und er wird natürlich auch ein bisschen Talent mitgebracht haben. Das ist sowieso klar, das ist klar. Oh, guck mal hier, jetzt, oh, mutiger Versuch. Ja, das war die erste Großchance für die SG Elters, natürlich. Die bis jetzt hier, ordentlich mitspielen. Ja, das machen sie sehr gut. Und ich versuche gerade die Rückennummer zu erspähen vom Kollegen, der diesen Schuss abgegeben hat. Sehr frecher Versuch. Das ist die Nummer 6. Und weißt du, wer das ist, die Nummer 6?
Das hat man schon, erkennt man schon an der Ähnlichkeit im Gesicht. Was würdest du denn sagen? Ja. Wer ist denn die Nummer 6? Würde ich sagen, das kann nur Reinhard sein. Das kann nur Jens Reinhard sein und das muss dann auch der Bruder sein vom Moritz Reinhard. Ja, wenn der jetzt reingegangen wäre, hätten wir gesagt, gut, dann nehmen wir den Bruder auch noch unter Vertrag. Wenn das war dann ja seine Absicht mit diesem Schuss. Oh, erstmal schöne Spielverlagerung von Kosawada und auf Lemmer, auf Jakob Lemmer. Aber Kasper, ich habe auch nichts dagegen, weil dann spielen wir nämlich nächstes Jahr wieder hier. Ist alles gut. Ah ja, ich meine, wir haben es ja sehr gut. Unter den Bäumen, im Schatten. Wir hatten ja so ein bisschen Sorge, wo können wir die Kamera aufstellen, aber eigentlich ist auch das gar nicht so verkehrt. Wir haben hier eine kleine Anhöhe, auf der wir stehen. Ist längs zur Spielfeldseite, ist fast so eine Art Tribüne hier. Ich denke mal, das Bild ist Lars, mit dem Bild bist du dann auch halbwegs zufrieden, oder? Alles wunderbar, läuft technisch alles rund. Sehr, sehr, sehr schön. Und wo das Internet gut ist, da kommt der Lars auch gerne nochmal hin. Das ist das Wichtigste. Alles andere kann man irgendwie improvisieren, wenn das Internet nicht da ist, dann kann man nicht mehr so viel machen. Oh, schöner Kopfball von Kosawada, Moritz Reinhardt auf Scheffler. Bisschen ungenaues Zuspiel, da muss der Julian nochmal abdrehen. Jetzt Kevin Ikpide im Zentrum am Ball. Aber die verteidigen das schon sehr, sehr gut. Die, ja, ich weiß, ich tue mich ein bisschen schwer. Jetzt der Reingabe, jetzt rutscht der Ball ein bisschen durch. Aber das können Sie nochmal klären. Denn lieber Lars, ich weiß nicht so ganz, wie soll ich sie denn nennen? Elteraner, die Schwarz-Weißen, was schlägst du vor? Also auf keinen Fall werden wir SGE sagen, na, so jetzt, nennen sie sich. Jetzt hast du es aber ausgesprochen. Ne? Also, ja, ich gehe jetzt erstmal Zähne putzen, Mund ausspülen. Also normalerweise hat man ja auch immer so einen Spieltags-Hashtag für die sozialen Medien. Da mussten wir jetzt drauf verzichten. Also auf den Hashtag hatten wir ehrlich gesagt keine Lust. Das geht natürlich nicht. Also an dem Kürzel, da müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Ne? Ja, müssen wir ihnen vielleicht nochmal neue Vorschläge unterbreiten. Das können wir ja auch gleich klären, denn so in 7-8 Minuten werden wir hier einen Verantwortlichen der SG Elters hier bei uns haben und die soll uns ein bisschen was erzählen über den Verein. Und bei der Gelegenheit können wir das dann auch noch klären. Ja, da werden wir nochmal ein ernstes Wörtchen mit dem Verantwortlichen reden, wie das passieren konnte. Und ich denke, dann wird er uns berichten von der Fusion, die hier stattgefunden hat. Aber es sind ja drei Vereine, die zu einem zusammengelegt werden wurden. Und das werden wir uns dann ganz genau anhören, gleich, wenn der Kollege dann bei uns ist. Das schauen wir erstmal aufs Spiel. Francesco Lovric, guter Ball auf Garic, aber der stand wohl im Abseits. So haben es zumindest die Liris gesehen. Unter der Leitung einer Schiedsrichterin und ich gucke auf meinen Spielberichtsbogen, um sie verlesen zu können. Das ist die Sabine Stadler, die hier das Spiel leitet. Sind die Assistentinnen auch aufgeführt? Ich finde sie leider gerade nicht. Das ist wie bei uns zu Hause, die Frau führt das Regiment. Ja, und da stehen ihr dann zwei Assistentinnen zur Seite. Aber die haben wir leider nicht auf dem Bogen, das heißt, ich kann sie leider nicht verlesen. Ah, Moritz Reinhardt kriegt den Ball noch vor der Außenlinie. Ja, sehr schön. Nimmt ihn auch direkt mit Tempo mit. Aber leider war der Ball wohl doch schon im Aus. Sowas kannst du dann besser dort sehen. Das stimmt. Also der Lars muss ich da noch ein bisschen anweisen, weil ich habe direkt vor mir einen Bildschirm, bin aber immer versucht, aufs Feld zu gucken. Und so auf dem Bild, also ihr im Bild habt natürlich die deutlich bessere Sicht auf das Geschehen der Dinge, als wir es haben. So. Also man merkt schon, die SG Elters, die ist ein sehr ernstzunehmender Testspielgegner. Die machen das sehr gut in der Defensive, stehen da sehr geordnet und vorne geht das dann richtig schnell, so wie auch jetzt wieder. Umschaltbewegung, aber Albrecht hat aufgepasst. Und ich würde sogar sagen, durch diesen einen Abschluss und die eine gute Hereingabe, die sie hatten, leichte Chancen plus SG Elters bis hierhin. Aber wir haben ja auch erst knapp 10 Minuten gespielt. Da passiert natürlich noch nicht so viel. Aber jetzt läuft mal die Kugel ganz schön. Hecht Zirpel, schöner Ball links raus. Kriegt Kosawada den noch? Nee. Und ich will immer aufstehen, um das Spielfeld im Blick zu behalten. Ich müsste es gar nicht tun. Ich habe es ja hier alles auf dem Bildschirm. Daran werde ich mich noch gewöhnen müssen. Du bist den Luxus nicht gewöhnt, den ich dir hier habe. Ne? Und ja, jetzt schleppe ich das ganze Zeugs hier mit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich daran gewöhnen sollte. Bei den Punktspielen haben wir diesen Luxus ja dann nicht mehr. Ja, also wir haben ja in der Rückrunde auch einige Spiele, Ligaspiele live übertragen. Und das. Also mit Bild jetzt live übertragen, genau, ne? Genau, und das kann und soll auch jetzt wieder in der Vorrunde passieren. Wovon hängt das ab? Wann passiert das, dass wir das live übertragen mit Bild?
Das liegt einfach daran, dass ja immer eine Lizenzgebühr bezahlt werden muss für die Übertragungsrechte. Und das heißt, das hat der OFC immer an einen Sponsor sozusagen verkauft. Also der OFC hat sie eingekauft und an den Sponsor verkauft. So war das Geschäft. Und sobald jetzt der Spielplan steht, schauen wir, was sind da die besten Zeiten, die besten Möglichkeiten, wo wollen wir das übertragen. Und dann wird es da ganz sicherlich auch wieder Partner und Sponsoren geben, die uns durch diese Saison begleiten. Klar ist natürlich auch, dass wenn wir jetzt bei Spielen, wo wir wissen, wir brauchen möglichst zahlreiche Unterstützung vom Anhang, also gegen FSV Frankfurt oder sowas, da wollen wir euch natürlich alle vor Ort haben. Könnt ihr euch dann die Aufzeichnung hinterher auf YouTube angucken. Denn das ist ja das System. Wenn dieser Spieltag nicht eingekauft wird, dann übertragen wir mit Radioton und laden dann hinterher mit Bild das auf YouTube hoch. Das könnt ihr dann immer so ein paar Stunden danach euch angucken. Das ist das System, mit dem wir letzte Saison gefahren sind. Und das bekommt dann eben ein Upgrade, wenn ein Sponsor sich für den Spieltag findet, wenn sich ein Sponsor für den Spieltag auftut. Aber die Testspiele, wie gesagt, die übertragen wir alle mit Bild. Julian Scheffler kann jetzt mal den Ball hereinbringen, aber auch hier wieder gut geklärt. So recht finden wir noch keine Lücke auf diesem engen, steilen Platz. Und jetzt schau mal hier, obwohl sie bergauf spielen müssen, spielen sie einen guten Konter nach dem anderen, die SG Elters. Aber es ist wirklich, es ist ganz, ganz klar schief, der Platz. Es ist nicht nur so, dass du das fühlst oder denkst, sondern man sieht es richtig klar. Also ich muss sagen, die Elters, die machen ja alles richtig. Sie haben den Platz so präpariert, wie sie ihn brauchen, wie sie ihn kennen. Er ist trocken, er ist stumpf, er ist ein bisschen holprig. Und das ist keine Kritik. Nein, das ist schlau einfach. Man muss den Heimvorteil nutzen. Ah ja, ich denke mal, die haben hier auch richtig Bock, das ernst zu nehmen und uns so sehr wie möglich zu fordern. Jetzt aber Moritz Reinhardt in der Box angespielt. Und dreht er sich, der ist garantiert höchst motiviert, heute gegen seine alten Kollegen zu netzen. Aber wir tun uns wirklich schwer. Enger Platz, wir finden wenig Lücken. Und wenn sich dann Kontergelegenheit auftun für die SG, dann geht richtig die Post ab. Francesco Lovric hat da viel Zeit. Klar, hier in diesem Bereich des Spielfelds, da können wir hin und her spielen. Da lässt uns das die SG Elters machen. Aber wenn wir 10 Meter weiter Richtung Tor gehen, da machen sie dann ernst, da machen sie das Spielfeld eng. Jetzt aber vielleicht Moritz Reinhardt, Garic, das ist Pysalo, der zieht einfach mal ab, wird abgeblockt und es gibt Ecke für den OFC. Wird doch mal Zeit für den ersten ernsthaften Abschluss auf das Tor von Julius Konrad, Schlussmann der SG Elters. Und wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, hoffe ich, dass unser Interviewpartner, Verantwortliche der SG Elters, bald zu uns kommt. Ein bisschen über diesen Verein erfahren können. Oh, die Ecke war gut auf Pysalo und der Abschluss ist drin. Ja, am Ende war es sogar Moritz Reinhardt tatsächlich. So ist es. Also Moritz Reinhardt mit dem 1:0 in der 14. Minute. Also wir können jetzt gleich in die Wiederholung reinschauen. Also Eckball kommt rein, gut auf Pysalo, der köpft dann und im Gewüsel stochert Moritz Reinhardt das Ding dann noch irgendwie rein. Also ähnliches Tor wie gegen Wiesbaden, eine Doublette fast. Also 14. Minute, ja, ein wenig aus dem Nichts gehen wir hier also in Führung. Wirklich angedeutet hatte sich das jetzt in den ersten 13 Minuten nicht, aber die Ecke war nun mal gut hereingebracht. Also das Ergebnis stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Die Eltersianer waren hier doch deutlich überlegen. Eltersianer, das ist die Lösung für das Namensproblem? Sie werden hier regelrecht verpfiffen, muss ich sagen. Meinst du etwas? Es war kein Eckball oder was? Es war kein Eckball. Ich muss jetzt Partei ergreifen für den Underdog. Weil ich hoffe auf ein Bier. Du meinst, so kann man sie beeindrucken, ja? So kann man akquirieren hier. Naja, aber ich glaube, man muss die Leistung der SG Elters bis hierhin gar nicht schönreden. Die ist an sich schon sehr gut. Stehen da sehr kompakt hinten drin. Und bis darauf, dass man diesen Eckball nicht konsequenter geklärt hat, kann man den Jungs da nichts vorwerfen. Konter werden immer sehr vielversprechend gefahren. Kevin Ikpide am Ball. Und der Ball in die tiefe Richtung Scheffler, der war mit zu viel Kraft gespielt. Und so geht er ins Tor aus. Aufs Tor meinst du? Ja klar, also Ball ging da hinten auf den zweiten Pfosten und dann wurde der Kopfball von Pysalo gerade noch so geblockt und das habt ihr dann leider nicht im Bild gesehen. Moritz Reinhardt stand dann da goldrichtig, wo eben
ein richtiger Stürmer stehen muss und hat den Ball über die Linie gedrückt. Garic jetzt mal mit der Möglichkeit, die Außen ins Spiel zu bringen, muss dann aber wieder abdrehen. Die schieben das schon alles gut hin und her und lassen wenig Räume. Francesco Lovric, aber der Ball auf Kosavada war gut, der nimmt ihn auch gut direkt mit Tempo mit und den Ball in die Mitte hier rein. Aber starke Parade von Julius Konrad. Erste Hereingabe gut abgeblockt und dann auch schnell im Nachfassen gewesen, bevor Niklas Hecht-Zirpel da einschieben konnte. Hat er stark gemacht. Jetzt wird er den Ball nach vorne bringen. Grob in Richtung seines Stürmers, das ist Marcel Zehner. Also ein Zehner auf der Sturm, im Sturm. Ja, und auch hier sehen wir große Genauigkeit im Spiel nach vorne. Ist noch nicht vorhanden bei uns. Oh, schöner Ball rüber von Kevin Ikpide auf Scheffler. Der kriegt das Gerät jetzt auch mal kontrolliert. Übersteiger geht vorbei. Und jetzt haben wir einen Verantwortlichen der SG Schwarz-Weiß-Elters bei uns. Und da freue ich mich sehr, dass Sie bei uns sind. Vielleicht können Sie sich erstmal kurz vorstellen, wer Sie sind und Ihre Funktion. Ja, mein Name ist Rainer Enders. Ich bin einer von den 8 Mitgliedern im geschäftsführenden Vorstand. Meine Aufgabe ist, ich bin Vorstandssprecher und Jugendleiter bei der SG Elders. Das heißt, Sie sind auch sehr dicht dran an diesem Verein. Das Erste, was wir klären wollen, ist ja, dass es noch so ein bisschen, also für jemanden, der jetzt hier nicht direkt in der Region ist, ist es ja noch ein bisschen was Neues. Dieser Verein ist eine Fusion aus 3 Einzelvereinen. Was war das, wie kam das zustande und was ist der Sinn dahinter? Ja, zustande kam es dadurch, dass in der Rhön so wenig Kinder gezeugt worden sind. Wir von der SG Elders waren ja eigenständig und haben im Jahr 2000 mit der SG Queisbach eine Spielgemeinschaft gegründet. Und seit 2013 ist der FSV Schwarzbach, ein Nachbardorf, bei uns in die Spielgemeinschaft mit beigetreten. Man muss dazu sagen, im Jugendbereich haben wir schon durch die JSG Bieberstein viele Jahre zusammen gespielt. Und dadurch war der Zusammenschluss eigentlich logisch, weil die Spieler schon von klein auf eigentlich zusammengespielt haben. Das heißt, wie schaut dann so eine Fusion aus? Das heißt, es wird eine gemeinsame Mannschaft gestellt sozusagen. Und sonst im Training, wo wird trainiert? Was ist der Hauptplatz? Ist das hier der Hauptort sozusagen dann des Vereins? Ja, dann möchte ich gleich mal ein bisschen korrigieren. Es wird nicht eine gemeinsame Mannschaft gestellt, sondern wir haben 3 Mannschaften. Die erste Mannschaft spielt Gruppenliga, die zweite Mannschaft spielt in der B-Liga und die dritte Mannschaft spielt in der C-Liga. Der Haupttrainingsort ist hier bei uns in Elders, wo eigentlich so 90% des Trainings stattfindet. Im Winter zum Beispiel, wenn mal Schnee liegt oder die Temperaturen hier in der Rhön eisig sind, wird auch öfters in Schwarzbach trainiert. Da beim FSV Schwarzbach in der Sauna im Sportlerheim ist und das bietet sich dann an, nach den Temperaturen mal wieder aufzuwärmen. Und man muss ja sagen, eure Jungs sind sehr, sehr gut drin im Spiel. Haben schon einige vielversprechende Konter gefahren und hinten noch nicht allzu viel zugelassen. Man könnte so ein bisschen von Heimvorteil sprechen, denn der Platz ist recht eigen, so haben wir das festgestellt. Bisschen schief, ne? Ja, er hat wahrscheinlich mehr Gefälle als die Biberer Straße in Offenbach zum Stadion hochgehen. Aber es ist natürlich für uns ärgerlich, dass wir durch ein Eigentor von Moritz Reinhardt in Rückstand geraten sind. Eigentor? Was die alte Fußballweisheit ist, ja, mein Stürmer soll nichts im eigenen Strafraum suchen. Ja, da kommen wir quasi jetzt schon aufs Thema, wie dieses Testspiel zustande gekommen ist. Ja, der Moritz hat bei euch richtig klasse gespielt und dann haben wir gesagt, warum soll der nicht mal zu uns kommen? Wie ist das, was das für ein Gefühl ist, dass man Regionalligaspieler rausgebracht hat sozusagen aus der eigenen, ich meine, er ist ja auch bei euch sozusagen richtig groß geworden. Ja, ist richtig groß geworden. Das natürlich sind wir auch alle sehr, sehr stolz, dass der Moritz den Sprung geschafft hat. Jeder hat ihm den Sprung auch gegönnt und wir waren eigentlich auch alle davon überzeugt, weil der Moritz ja ein sehr ehrgeizig engagierter Spieler ist, dass er den Sprung auch schafft. Klar, für unsere Mannschaft hat es natürlich etwas Wehmut getan und es hat uns vielleicht auch zur verkehrten Zeit erwischt, da wir ja im Winter noch am 2. Tabellenplatz gestanden haben, hatten die Chance noch zu einer Relegation, aber durch den Abgang von Moritz war das leider nicht mehr machbar und nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind wir alle stolz, freuen uns für ihn und hoffen natürlich auch jetzt, wenn der OFC fast eine komplette neue Mannschaft
in die neue Saison schickt, dass er den Stammplatz behält und weiterhin noch viel Tore für euch schießt. Wir haben ja vorhin schon mal genauer hingeguckt. Eine Großchance hatte ja der andere Reinhardt sozusagen, der hier noch mit auf dem Feld ist. Und haben wir so gesagt, wer weiß, wenn der auch noch zu uns wechselt, da haben wir nächstes Jahr hier wieder ein Spielchen. Ihr könnt gerne noch mal ein zweites Ablösespiel von Moritz Reinhardt machen, aber lasst uns bitte auch den Jens, der ist für uns logischerweise sehr wichtig. Haben wir das falsch verstanden? Wir dachten, ihr seid jetzt die Ausbildungsstation für den OFC. Ist das nicht so? Ja gut, ich glaube, der Jens gehört nicht zu eurer Zielgruppe. Das ist ja einer von unseren Opas, die wir schon in der Mannschaft haben mit Baujahr 93. Und von daher, lasst ihn uns bitte. Und ansonsten fangen wir an und suchen uns auch einen Sponsor und dann kaufen wir euch die Spieler weg. Nee, vielleicht kann man da irgendeine Kooperation machen. Aber wir haben auch vorhin schon drüber gesprochen. Also dann scheint ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Ausbildung der Spieler und in der Jugendarbeit nicht allzu viel falsch zu laufen, wenn man hier immer mal wieder gute Spieler rausbringt, oder? Ja, wir wollen es natürlich nicht zu sehr loben, dass die anderen Vereine nicht auch noch aufmerksam werden, aber das ist schon das Ergebnis einer sehr, sehr guten Jugendarbeit für so kleine Spielgemeinschaft hier in der Rhön, die Dörfer. Wir sind zwar drei Dörfer, aber ich glaube, wir mit 550 Einwohnern älter, das sind das größte von den drei Dörfern, hat die JSG Bieberstein uns schon unwahrscheinlich vorangebracht. Wir haben Jahre gehabt, wo wir mit vier Mannschaften von der D-Jugend bis zur A-Jugend Gruppenliga gespielt haben und von daher, wenn man mal mal querschaut, von diesen Jahrgängen haben wir logischerweise profitiert. Na ja, gut. Und jetzt hast du ja gerade schon den Jens Reinhardt angesprochen. Der spielt ja bei euch, glaube ich, so auf der 6 oder auf der 10? Irgendwo im Mittelfeld auf jeden Fall? Nee, normalerweise auf der 6. Ja. 10 war eher Moritz seine Position. Ja, jetzt fehlt er halt. Jetzt kennen wir natürlich außer dem Moritz Reinhardt noch nicht so wahnsinnig viel aus dieser Mannschaft. Vielleicht gibt es da so ein, zwei besonders interessante Köpfe, von denen du uns berichten kannst? Ja gut, auf jeden Fall. Dann fange ich mit dem Ältesten an. Den holt er garantiert nicht mehr. Das ist unser Spielertrainer, der Daniel Schirmer. Der müsste eigentlich ja in Hessen auch bekannt sein. Hat viele Jahre beim Hünfelder SV, TSV Lenz, Borussia Fulda, viele Jahre auch Hessenliga gespielt. War auch mal Torschützenkönig in der Verbandsliga. Und er ist jetzt in der vierten Saison unser Spielertrainer. Und ja, er hat einen sehr, sehr, sehr guten Draht zu unseren Jungs. Und das ist uns auch wichtig. Auch die Kameradschaft. Und davon leben wir eigentlich auch. Und ansonsten halte ich mich lieber bedeckt, sonst gibt es morgen wahrscheinlich neue Angebote für den einen oder anderen Spieler. Aber das heißt, ihr habt schon auch eine Mannschaft, die nicht erst seit gestern zusammen ist, oder? Da sind schon einige länger hier. Die spielen schon länger. Man muss natürlich auch sagen, wenn man sich den Spielbericht anschaut, es sind auch jede Menge ganz junge Spieler vom Jahrgang 2000 auf dem Feld, beziehungsweise kommen nachher noch aufs Feld. Viele Spieler vom Jahrgang 98, wenn ich den Daniel Schirmer mal rausnehme, ist der Maximilian Kraus mit, glaube ich, 27 oder 28 Jahren jetzt der älteste Feldspieler und ist schon einiges an Potenzial drin. Dann wollen wir jetzt zum Schluss noch wissen, oder der Lars möchte auf jeden Fall auch gleich noch was fragen, dann nehme ich das zum Schluss weg. Gab es denn irgendeine Vorgabe, irgendeine Marschrichtung für das Spiel? Wie soll es denn ausgehen? Soll es nicht allzu deutlich werden? Versucht man schon noch irgendwie Remis oder gar auf Sieg zu spielen? Was ist die Vorgabe fürs Spiel? Ja gut, ein Heimspiel muss man gewinnen. Aber nach dem 2-2, nach dem 1-1 jetzt gegen Wien, habe ich gesagt, na gut, mit der knappen Niederlage wäre ich auch zufrieden. Na gut, wir haben gestern auch gesagt, ein Heimspiel muss man gewinnen, den Anspruch muss man haben. Ja, und bis jetzt ist es ja auch hauchdünn, muss man ja sagen. Also ihr spielt auf Augenhöhe nur 0-1 und wir haben ja auch 0-1 gestern zurückgelegen gegen die Klassenhöheren. Also insofern ist ja noch alles drin für euch. Ja gut, das ist auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich hier die Kirche im Rhönerdorf lassen. Das Ergebnis ist absolut sekundär. Es ist ein großes Erlebnis für die Jungs mal. Ich will nicht sagen, nicht nur gegen einen Regionalligisten zu spielen, sondern gegen den OFC, der ja ein absoluter Traditionsverein ist. Und da werden die Jungs wahrscheinlich irgendwann am Ende ihrer Fußballlaufbahn immer noch davon sprechen. Wie ist das eigentlich so jetzt, wo Moritz dann beim OFC spielt und auch durch die Medien manchmal geistert? Schaut man da so im Dorf hier, im Club auch so? Und gibt es da vielleicht auch so eine gewisse Sympathie jetzt zum OFC oder eher eine Antipathie, weil man ihn weggenommen hat? Nein, Antipathie auf keinen Fall. Wie gesagt, dem Moritz gönnt jeder und man muss wirklich so sagen, es gab beim OFC Heimspiele, waren 50 oder 60 Leute von unserer Spielgemeinschaft in Offenbach, die Jugendspieler, die fahren mit dem Zug runter. Wenn man hier sich mal umschaut, wie viele Leute von uns auch schon mit dem OFC-Trikot rumlaufen. Toll. Ich will es mal so sagen, der OFC profitiert ja nicht nur von Moritz, sondern auch von unseren Zuschauern. Vielleicht konnte der ein oder andere Neuzugang dadurch erworben werden, weil von uns so viele Spieler
also Zuschauer immer nach Offenbach fahren. Ja, und im geringen Maße können wir uns ja heute auch ein bisschen revanchieren. Wir machen ja Elters zum Nabel der Welt, denn weltweit seid ihr jetzt gerade zu sehen im Livestream. Wir sind ja drauf, tausende von Zuschauern, die uns hier mit begleiten und uns jetzt zuhören und zuschauen. Also ihr seid mitten in der Welt angekommen. Ja, genau. Habt ihr schon mal gehabt, eine Live-Übertragung hier am Sportplatz? Nein, eine Live-Übertragung haben wir nicht, aber man muss so sagen, hier in der Region Fulda gibt es ja mehrere Online-Portale.